근데 운동이 된다네. So, damit morgen. So, ja, super, Gina. Wie versprochen, heute am Samstag, nicht am Samstag, Mittwoch haben wir es gerade. Livestream. Muss schnell Insta Bescheid geben und dann geht es auch gleich los. So. So, Freunde, wir sind live auf YouTube. Gerne den Link nutzen. Da kommt auch ein Livestream. Heute der Zug-Livestream-Abend Nummer 14 müsste es sein. Und ja, dann haben wir ein bisschen umgeschmusen durch Deutschland, Österreich und so. Bestellen. Mensch, ey. Bei Insta gibt es ja jetzt längere Stories. Nur die Bände sind jetzt aber tief. Davon mal abgesehen. So, kurz den Link raussuchen und dann geht's gleich los. So sieht's aus. Na komm, lade doch mal. Alter Falter. Hier ist was los, ey. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Aha. Allerdings tue ich ja auch immer Links für euch reinpacken, dass ihr dann, wenn ihr jetzt über Instagram reinschaut, dass ihr dann eben halt ja, dann nur auf den Link klicken müsst und dann sollte es funktionieren. Nimmt aber ein paar Sekunden mehr Zeit in Anspruch. So. Nichtsdestotrotz schaffen wir es trotzdem, ja. Meine Kamera irgendwie knallt weg, ey. Die will nicht so richtig fokussieren. Meine Webcam. So, sollte funktionieren. Mann, Alter. Sollten wir auch die richtigste anklicken. Ja, funktioniert. Perfekt. Perfekt. Er ja, läuft doch wie ein Länderspiel hier. Läuft doch wie ein Länderspiel. So. Wonderful. Wonderful. So. So, Freunde, dann sollte es jetzt ja eigentlich losgehen, wenn jetzt hier keine Probleme auftauchen. Sieht bis jetzt ganz gut aus. So, dann wollen wir mal. Wenn sie laden tut, mit Gurm öffne dich. Ja, fein. Ganz fein gemacht. So, gut. Dann wollen wir mal. Und zwar habe ich mir überlegt, wir werden heute ganz klassisch erstmal, ich will ja noch die paar Aufgaben hier auf der Strecke Frankfurt-Koblenz hier mal abschließen. Hier von Köln-Platz machen, immer hier die 35-Minuten-Aufgabe und die 62-Minuten-Aufgabe. Wir machen erstmal stürmischer Tag. Heute ist ein stürmischer Tag Anfang Oktober und Ihre Aufgabe ist das Fahren des RE2 am Nachmittag zwischen Rüsselsheim und Bingen Hauptbahnhof. Machen wir es doch.
Das hört sich doch gut an. Genau. Dass wir das dann auch so langsam mal so ein bisschen abarbeiten. Für neue Strecken wird ja gesorgt. Da gab es ja schon die eine oder andere Ankündigung. Also da wird es in Zukunft erstmal nicht langweilig. So, hallo Lokführer, willkommen in Rüsselheim. Draußen ist es momentan sehr stürmisch und die Wetterbedingungen sind sehr schwierig. Halten Sie zwischen hier und Bingen Hauptbahnhof in Mainz-Bischofsheim, Mainz-Römisches Theater, Mainz Hauptbahnhof und Ingelheim. Bitte lassen Sie die Fahrgäste zusteigen, bevor Sie losfahren. Fahren Sie vorsichtig. Ich gebe mir Mühe. So. Wir fahren jetzt erstmal hier mit unserem Flirt 3 mit der Baureihe 429. Doppelteiler. Wird lustig. So, gut. Machen wir erstmal die SIFA BZB an. Richtungswender kann man nach vorne machen. Schalten dann mal den Scheibenwischer an. So, so andere Stufen. Wird schneller. So, wie sieht die aus? Die nehmen wir. So, dann machen wir noch ein bisschen Licht an. So. Ja, machen wir ein bisschen mehr Licht an. So, Marcel schreibt Moin. Moin Marcel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So. Das kann man so anlassen. Auslassen. Brauche ich jetzt nicht zwingend. So, AFB können wir runterschrauben. So, weit sind wir abfahrtbereit. Signal ist auch schon auf Fahrt. So, und dann geht's los. Nächste Station Mainz-Bischofsheim. So, kommt noch ICE T hier entgegen. Dach Kollege. So, aber mal gucken, ob das hier alles anklappt hier. Wie ich es mir so vorstelle hier. Ah, wird schon. Hoffentlich. So, ich war beim Augenarzt. Ah, je, meine. Wieso das, wenn ich fragen darf? Beim Augenarzt kommt eigentlich nie was Gutes raus. Die Feststellung habe ich zumindest gemacht. So. Genau, das sind jetzt also die normalen Aufgaben von Dovetail Games, jetzt nichts Besonderes oder so. So, das Fahrt, hier sind wieder diese unschönen Signale hier, diese WIP-Signalen, mit denen ich mich jetzt hier nicht so auskenne. Aber naja, wird schon schief gehen. Aber ich habe mal gehört, dass Mainz-Bischofsheim gar nicht zu Mainz dazugehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber habe es zumindest so aufgenommen. So. Sehr gut. So, mal schon langsam anfangen zu bremsen. Und ich habe eine Infektion und eine andere Infektion im linken Auge. Ah, Kajemini. Das ist natürlich nicht so schön. Da wünsche ich dir auf alle Fälle gute Besserung. Du hast bestimmt jetzt Augentropfen erstmal verschrieben bekommen oder so, ne? So kenne ich es zumindest. Das ist schlimm, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Augen tun weh, die Tränen brennen. Ne? Also muss ich sagen, ne, entzündet doch nicht, aber ich hatte schon Fremdkörper im Auge gehabt. Tannennadeln und sowas, die mussten wir dann auch rausnehmen. Ah, das war auch sehr ekelhaft. Aber ich krieg ja schon das große Kotzen, wenn irgendeine Wimper oder irgendwie so ins Auge reingeht. Also das finde ich auch schon echt extrem furchtbar. Bin also eine kleine Mimose, was das anbetrifft. Der eine oder andere macht das nicht raus, aber Auge ist schon, also, ja. Bin ich schon sehr empfindlich. Also ich persönlich, aber jeder ist da wahrscheinlich anders anzusprechen.
Aber es beim Sadoma besser geklappt hier mit dem Flirt 3. Heute mit mir. Aber heute will es irgendwie nicht so. So, eigentlich hätte man gleich vorfahren können bis der Harthafer, aber wird schon gehen so. So. Ah, ist in Ordnung. Das ist ja nicht Harthafel, eigentlich hätten wir schon an der Harthafel halten können, müsste eigentlich auch passen, also 160 Meter. Beziehungsweise einfach das nächste Mal bis vor zur anderen Harthafel. Ich war, was, wenn ich nicht für drei Tage meine Augen auffasse, dass ich nicht ins Krankenhaus komme. Ja, das geht schnell, ne? Das ist, muss man echt aufpassen. Augen ganz empfindlich. Wirklich ganz empfindlich. Los, dann können wir erst, wenn hier das Geblinke zu Ende ist. Das heißt dann, dass die Türen dann zu sind. Können ja auch irgendwo so Trittstufen oder irgendwie so. Genau, Türstufen hochschalten und ja, hoch und runter schalten können wir hier rüber. So, nächste Station, Mainz Römisches Theater. So. Aber dafür, dass es nass und stürmisch ist, klappt das mit den Bremsen eigentlich ganz gut hier. Muss ich sorgen. Hab's mir schon mal vorgestellt. Falsche Taste. Ziffer-Taste ist Enter auf Numpad. Genau, Flirt 3 ist jetzt von der Dovetail Games Version. Ja. Also wenn ich die Infektion in meinen Mund oder Nase bin ich down. Ja gut, Nase würde ich sagen, geht glaube ich noch. Würde ich meinen. Aber Mund ist echt assi, also darüber nimmst du ja Nahrung auf. Ich habe da schon viele Sachen gesehen, Leute, die so Infektionen im Mund hatten, die dann den Mund nicht mehr aufbekommen haben. Haben auch eine PGE geschoben bekommen durch die Nase, dass sie Nahrungsbrei und Flüssigkeiten ja, bekommen. Ne? Das ist dann schon echt schwierig. Aber naja, wird schon wieder. Geht zumindest davon aus. Muss ein bisschen aufpassen, die Medikamente nehmen, die der Arzt dir verschrieben hat, und dann wird das schon. Denke ich mir mal. Die 120er-Ankündigung kam auch relativ zeitig, ne? Finde ich zumindest. Naja. Römisches Theater, Einfahrt mit 40, Ausfahrt mit 80. Kommt schon eine Ankündigung für 40. Ah, keine Notbremse. Nee. Das, so weit ist es jetzt nicht, ja. So. Ab nächsten Hauptsignal sind es schon 40. Vermute ich mal. So, es ist mal nicht angekündigt, aber ich kann es mir denken, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Jetzt sammeln hier nämlich Punkte. Aber ich höre mal auf beim alles klar, Marcel. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Und gute Besserung wünsche ich dir. So. Okay. Ich glaube, die sind 40. Ah! Gut nachgedacht. So. Ah, schön, ja. Mit dem Syrex hier unterwegs. War wunderbar. Ja, in Ansicht gibt es natürlich auch zwei Varianten. Wie gesagt, ist die DTG-Version. Gibt es da noch eine andere Version? Ich weiß jetzt nicht von welchem Entwickler, aber die habe ich auch. Genau. Mal schauen. So,
komisches Theater. Da vorne kommt der Warnung, Gleis 1. Ausstieg rechts. So. Eigentlich. Ne, links. Abgesehen, wir haben jetzt noch einen Weichenwechsel. Kann natürlich sein. Aber ich denke mal, oder? Ich glaube, sieht's mir. Ja, doch, Weiche ist gestellt. Ah, sehr gut. Ha, puh. Nur mal gut rausgerettet hier. So. So. Halten wir hier vorne eine Haartafel dann. So. Ah, Radschlupf. Ah, bleib doch stehen! So, gut. Ah, das Signal haben wir zwar überfahren, aber wenn die Türen könnten ja hier vorne aufgehen. Aber naja. Ja gut, war ein blöder Halt, muss ich dazu sagen. Kam nochmal ein Schleudern. Aber naja, so ist es passiert. Passiert den besten Leuten. So, Auswahl mit 80. So. MFD. Na, den sind alle zu. So, nun geht's los. Nach Mainz Hauptbahnhof. Genau, fahren jetzt bis nach Bingen. Fahren aber dann noch eine Tour hier mit dem Flirt 3. So. Genau, wollen wir mal. Oh, geht's ja erstmal durch den City-Dolle. Einmal durch. So, schön. Nochmal offen halt, ja. Ah, ein paar Minuten offen halt in Mainz. Sehr schön. So, 80 Ankündigung. Oh Gott. Werde ich nicht bestätigen brauchen. Hab's jetzt trotzdem mal vorsichtshalber gemacht. Das ist ja immer so eine Sache hier. Mit den Kisten. So, und dann müssten wir eigentlich. Ja, Gleis 2 halten wir eigentlich Ausstieg gelingt, soweit wie ich weiß. Eigentlich. Aber doch rechts. Nee, links, glaube ich. Genau, links. Wunderbar. So. So. Ah, keine Ahnung, halten jetzt mal Gleis 2, Abschnitt D. B ist das, sorry. Sollte eigentlich passen. So. So, aber wir haben ja noch ein bisschen Aufenthalt hier. Ein paar Minuten. 49 ist das Abfahrt, also 4 Minuten. So, wie stehen wir? Stehen wir gut? Also bestens perfekt. Haben wir schon lang, ne? Also Doppelteiler. Bis schon. Also schöne Hausnummer. Ich glaube mal Zyrix, wo geht's hier hin? Dienstfahrt. Aber uns steht richtig dran, ne? Ja. Bingen rein, Hauptbahnhof. Sehr gut. Was haben wir was abgestellt hier? Hier kann so viele schöne Lokomotiven und allem drum und dran abstellen, ja. Wirklich. Aber naja, sind die Aufgaben halt von Dofty Games halt, ne? Da ist sehr sparsam. Das ist alles sehr sparsam hier. Aber naja, so ist es, was willst du machen? So.
Aber schön entspannt mit den Syrex, also mit dem Flirt zu fahren. Ist schon sehr entspannt. Ich habe dazu mal ein Video hochgeladen. Also, ich glaube, nächste Woche kommt auch mal ein Video hier mit dem Syrex. Aber wir waren mal, findet ihr auch auf dem Kanal, jetzt nicht, vor 3 Wochen oder so hochgeladen oder 2 Wochen, 3 Wochen, irgendwie so, sind wir mit dem Flirt 3, aber der Nordbahn. Lackierung, den RB 41 von Hamburg Hauptbahnhof bis nach Itzehoe gefahren, über Hamburg-Pinneberg, Torstedt und ja, sonst die Bahnhöfe, wie die noch alle heißen. Also könnt ihr auch gerne anschauen, war auch eine sehr schöne Fahrt und auch eine sehr entspannte Fahrt vor allem. Schön beim ICE-Werk Hamburg-Eidelstedt dran vorbei. Also war schon sehr, 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 sehr toll. Szenario habe ich da selber gebaut sogar. So sieht's aus. Sehr gut. Ich glaube, hier können wir auch die Rollos noch da machen, ne? Ah, aber klappt ja alles so genau. Dann halt man noch in Ingelheim und dann Bingen Hauptbahnhof. Genau, ich glaube, jetzt haben wir auch gleich Abschnitte, wo wir bis auf 160 fahren dürfen, also geht relativ flott. Ich glaube, Aufgabe geht jetzt auch nur 25 Minuten oder so, war jetzt auch nicht lange. Ist jetzt schon gestartet in Rüsselheim. Ist auch gleich ein Opelwerk. Mit Opels gebaut. So. So, 1 Minute hast du noch, aber 1 Minute kann ziemlich lang sein. Ja, so ist es. So ist es. Manchmal dauert das echt lange. Fenster hoch und runter machen geht nicht. Ach stimmt, die Spiegel klappen sich auch ein und aus, ne? So. Und da ist Netzüberwachung von Max 45. Das braucht noch. Na meine Güte, hier ist ja was los da. Los, weiter. Nach Ingelheim. So. Was war mit 60? Rein jetzt. Und hier sind 50, genau. So. Dann geht's raus hier aus Mainz. Alles nackig, alles leer hier. Aber naja, was will man machen? Was will man machen? Zu schnell, zu schnell, zu schnell. Punkte, es geht hier um Punkte. So, dürfen wir auch beschleunigen auf 100. So, na dann geht er los hier, der Bäder.
Da will er 160 beschleunigen. Geht's hier rucki zucki hier. Warum macht es auch 160 hier für den Flirtolei? Entschuldigung. Das ist mein Bürgerwasser, das muss raus hier. Zug hier noch. Ach, 185 müsste es gewesen sein hier, wenn mich nicht alles täuscht. Mal weggespawnt, gut. Tja, hier ist der eine oder andere Fehler mit der Renne hier. Passiert den besten Entwicklern. Beschleunigen auf 160 jetzt. Ah, geht's los hier. Ein bisschen Signal im Blick behalten hier. Der hat ja gesagt, wir sollen vorsichtig fahren. Das kann alles bedeuten. Zu allen waren heute nicht so tolles Wetter. Anderen können das auch irgendwelche anderen Turnüberraschungen sein, mit denen man nicht rechnet. So. Oh, okay, und Schockel, aber ganz schön hier. Nicht ganz gerade die Schiene. Wenn wir ja nicht rausfliegen, ist alles immer. Ach, schön. Schön, wir sind schon auf Intervall. So mag ich es. Genau, nächste Halt ist dann Ingelheim. Und dann kommt dann schon Bingen am Rhein oder Bingen Rhein Hauptbahnhof. Ich habe auch noch sämtliche Aufgaben von 3D-Zug, wo noch Ansagen dabei sind, aber. Ich möchte erstmal hier diese Standardaufgaben mal so nach und nach abarbeiten. Wir werden später dann noch ein paar schöne 3D-Zugaufgaben auf alle Fälle fahren. Diese Zugaufgabe wollte ich auch gerne fahren. Der City 101er. Versteht nicht, warum die Version kein Soundmod, also warum der Soundmod bei der Version nicht angenommen wird. Aber naja, man muss ja nicht alles verstehen im Leben. Das ist nicht wirklich. Aber wird schon. Aber ich finde irgendwie mit dem Flirt kommt das gar nicht so vor, dass bei 160 fahren irgendwie kommt das langsamer vor. Kann aber auch täuschen. Schau, schon ein schönes Gefährt, ja. Muss man sagen, ja. Macht schon Spaß. Auch wirklich gut detailliert eben das Fahrzeug, muss man auch dafür sagen. Also wirklich, dafür, dass es von Dofter Games ist, ist das schon. Also es ist wirklich von Dofter Games das beste Fahrzeug, was sie hier rausgebracht haben. Kriegt ihr übrigens auch mit, wenn er die Strecke Frankfurt-Koblenz oder Koblenz-Frankfurt kauft. Der kostet auch 29 Euro oder irgendwie so. Genau, habt ihr auch die tollen Aufgaben dabei. Und die tolle Strecke, ist wirklich eine tolle Strecke, macht echt viel Spaß hier lang zu fahren.
So sieht's aus. So, nächste Station ist dann Ingelheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. 85 kommt da vorne nochmal. Dach. Schon langsam mal bremsen. So langsam runter auf die 60. Oh, hier kommt schon eine Ankündigung. Ab dem Signal, ab dem nächsten Hauptsignal und dort vorne, also rein theoretisch gesehen, zwar jetzt nichts angesagt oder angekündigt, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. 40 sogar. Jetzt verlieren wir gute Punkte hier, scheiße. Na komm, Bremse. Hier die Aufgabe wird uns ärgern hier. Das werden wir definitiv nicht mit Gold abschließen, aber naja. Mal wenigstens einen Haken haben oder Bronze, bin ich auch ganz zufrieden. Das wäre ja schon mal etwas. Die Weiche ist wirklich, also, na gut. Naja, ich sag nur statt so. 60 hätten es, 60 hätte es auch getan. Aber naja, wir nehmen es auf uns so hin. Was ist denn jetzt der Ausstieg? Ja, doch links, oder? Ja, links. Sehr gut. Hat ihr recht gehabt. Oder gut geschätzt, sagen wir es mal so. Ah, es wird Teller im Spiel irgendwie. So, die Türen gehen auf. Ah, schön. Zack, an der Harttafel. Ja, so soll das doch sein. Aber wenn wir jetzt hier, ist das 160 hier, die Harttafel? Ja. Also sind noch zwei Waggons, ein bisschen mehr. Also das hätte man nicht geschafft. Also würde der Zug nicht einpassen. Also 160 können wir doch nicht halten. Ach, nee, doch 160, ja. Gut. Auch ein bisschen länger. So. So, geht's weiter. Ausfahrt mit 60 und nächste Station ist dann Bingen am Rhein-Hauptbahn oder Endstation. Für diese Fahrt zumindest. Thank you.
können wir auch gleich auf 160 beschleunigen, genau. Na, jetzt los ja. Na, ran da. Ach ja, ist schön, wenn es also reibungslos funktioniert. Sehr gut. Ich habe auch einen Crispy Chicken Burger heute vom Burger King. Ich habe nie gegessen, das ist halt zwar kalt, aber probieren wir den trotzdem. Machen wir gleich. Das Paki Taschen. Hi, hi. Moin, moin. So. Schon auf 50. Jetzt treffen wir uns ja nämlich von der Hauptstrecke. Wo es jetzt gerade aus weitergeht, weiß ich jetzt nicht. Wir biegen zumindest ab jetzt in Richtung Koblenz. Beziehungsweise Bing. Sagen wir es mal so. Probieren wir mal. Wow. Drei Krümel Salat und eine kleine Scheibe Tomate. Haben wir uns heute schon gesehen, aber egal. Ist egal. Was schreibst du nicht mehr hier? Los! So, AFB auf 155. Wollen wir ja die Wunder hier. Also wenn wir warm nicht bisschen Chicken, wäre ganz geil. Ein paar Zwiebeln, frische Zwiebeln da oben drauf, netten Druck getan. Muss ich ja ehrlicherweise mal dazu sagen. Wengtuis, hey, ich kann heute wieder nicht lange bleiben, bin wieder bei meinem Opa. Tag Wengtuis, schön, dass du da bist, ist nicht so schlimm, alles gut. Wer kann, der kann, wer nicht kann, kann halt nicht. So ist es. So, nächste Station Bingen am Rhein-Hauptbahnhof. Die Zufahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Und der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. So, jetzt fahren wir noch durch Bingen Stadt einmal durch hier. Wie geht's dir, mein Freund? Ja, danke dafür. Also, mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht es auch gut oder dir geht es gut. Mir geht's ganz gut. Hab was zu essen. Bin glücklich. Kann Zug fahren. Ja. Dr. Train. Hi. Hallo. Ja, grüß. Herzlich willkommen.
im Livestream und auf meinem Kanal. Ich glaube, ich habe dich auch noch nicht gelesen im Chat oder irgendwie so. Schön, dass du da bist. So. So, dann geht's rein hier im Bingau Bahnhof. So, Freunde, gerne natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr mögt und euch der Leistung gefällt. Für die Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben, könnt ihr natürlich auch sehr gerne abonnieren. So. Dr. Train, ich bin auch neu. Ah, okay. Na dann, sei herzlich gegrüßt hier auf den Kanal. Herzlich gegrüßt, herzlich oder herzlich willkommen. Wir sagen ja immer herzlich willkommen. Wortfindungsstörungen sind mal wieder da. Aber es ist ja nichts Neues, ne? Mag keine Haartafeln? Ja, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Türen auf. Ja, schön Tretschuh vom Fahren auch raus. Das ist alles. Aber gut gehalten, muss man sagen. Gut abgeschätzt. Natürlich, mir geht es gut, ne? Schön. Ich habe heute Omsi 2 Düsseldorf gespielt. Naja, wenn es dir gefällt, also Omsi ist nicht so meins. Aber wenn es dir gefällt, dann ist doch super. Es lacht schon wieder. Ah ja. Alles richtig. Puh. Wir haben es geschafft, gute Arbeit auf Iran. Zeit für eine Pause. Alle Captain. So. Wunderbar. So. Ich habe ja gesagt, wir werden noch eine Fahrt machen mit den Syrex. Und zwar die, ja. Guten Appetit, ja. Ich bin eigentlich schon den ganzen Tag am Futtern. Macht eine Chance. Ah, 20 Tage. Mhm. So, Winterreise. Fahren Sie mit diesem RE2 an einem wunderschönen Wintermorgen von Koblenz in Richtung Süden nach Mainz Hauptbahnhof. Gut, nochmal, Rosa. Danke, Buddy. Also die Reste, die werden wir alles nicht wegschmeißen. Alles verwerten hier. Es wird alles verwertet. Allgemein schmeiße ich eigentlich sehr wenig weg. Morphe Trails of the Classic von Leipzig Hauptbahnhof bis Berlin. Gesund runden mit der Baureihe 407. Ja. Das ist eine schöne Baureihe. Dann wünsche ich dir viel Spaß dir dann morgen. Mhm. So. Hallo Führer, fahren Sie den RE2 an diesen Wintertag von Koblenz Hauptbahnhof bis nach Mainz Hauptbahnhof. Sie sind zudem in Halt im Poppert, Oberwesel, Brachiat, Niederheim, Bachenbingen, Hauptbahnhof und Ingelheim. Keine Ahnung. Bitte lassen Sie die Fahrgäste einsteigen, bevor Sie abfahren. Viel Spaß. Na, Dankeschön. Türen auf hier. So. Dann steigen wir schon wieder auf Intervall ein. Das Makro funktioniert. So. Naja, so machen wir es doch. Klappt ja.
Auswahlregal steht. Starten jetzt hier in Koblenz. Der Doppelteier L2 nach Mainz. Genau. Und dann fahren wir mit anderen Zügen auf einer anderen Strecke. Aber welches sein wird, kann ich euch nicht sagen. Das will ich nehmen. Mal gucken. Patti, wenn du Hunger hast, dein Kühlschrank ist voll und musst keine Reste essen dafür. Warum wir einkaufen? Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, ich wollte ja wissen, wie das schmeckt. Aber das schmeckt gut. Echt sagen. Schreibt, die gleiche Strecke habe ich auch und die gleiche Baureihe habe ich auch. Und dieser Sound gefällt mir. Ist auch schön. Ja, das stimmt. Ist auch wirklich von Dovetail Games die schönste Strecke und auch wirklich das schönste Fahrzeug von denen. Hab zwar auch andere Strecken, die ich besser finde, aber ist schon wirklich mit einer meiner schönsten, also wirklich einer der schönsten Strecken, wie ich finde. Die sie rausgebracht haben. Hier los, hier ist ein Verkehr, ey. Guck euch der nächste. Jetzt, wie gesagt, jetzt fahren wir bis nach über Poppert, Oberwesel, Bachjard, Niederheimbach, Bingenhauptbahnhof, Bingenheim, bis nach Mainz Hauptbahnhof. So, machen wir das. Sehr gut. So gefällt es mir. Schöne Landschaft hier. Wäre auch mal schön, wenn wir auch mal ein bisschen Schnee hätten in Deutschland. Wir hatten zwar gehabt, aber kann ruhig noch mal schneien, muss ich sagen. Aber wir haben ja lieber irgendein Pisswetter hier. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir regnet es zumindest. Ist nie so schön. Was willst du machen? Willst du machen? So. Aber läuft alles ja. Wie ein Länderspiel. Ja, Freunde, Wochenende, also jeden Tag am Wochenende werde ich auch mal live sein. Ich denke mal, Samstag werde ich versuchen, noch mal live zu gehen. Was wir dort zocken, weiß ich noch nicht. Irgendwie hätte ich ja mal Bock auf Call of Duty. Vielleicht macht Benny mit, mal gucken. Aber vielleicht tun wir auch Transformer oder, Transformers, mal gucken. Ich weiß es noch nicht ganz. Kann aber schon was Schönes machen. Auf alle Fälle.
Schön. Also das mit dem Bremsen wird jetzt ja auch eine kleine Herausforderung. Wird bestimmt glatt sein, die Schiene. Das Kennerspiel hier schon. Ist nicht so optimal. Nicht die besten Umstände. Hey, Kamera, fokussiere. Aha. Klappt ja. So ist gut. So, jetzt haben wir durch Spray, glaube ich, durch, müsste sein. Paparat kommen. Ja, 10 sind wir auch schon, aber sind auf der Reihenmonitor. Wunderbar. Alles grün. Was gibt es denn Besseres? So, jetzt kommt auch gleich einer der schönsten Abschnitte hier auf der Strecke. Wie ich finde. Ah, jetzt ist schön auf der linken Seite schön da rein zu sehen. Und jetzt komme ich nach vorne, kommt dann die schöne Kurve. Ah, schön. Ist echt schon Baba die Strecke. So. 10 ab jetzt, ja. Schön. Ja, ich muss aufhören. Na dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht wieder. Bis dann. Ich würde gerade sagen, schönes Wochenende, aber es ist gerade ja unter der Woche. Ich habe total vergessen. Schon wieder irgendwie im Wochenendmodus. Aber ich muss schon morgen arbeiten. So ist es. Danke wünsche ich dir auch, mein Freund, alles klar. Wenn du es bist, sehr nett. Lass dir gut gehen. So, Ankunft für 100. Für das nächste Hauptsignal, nächste Station ist Bobbat. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, warum sind wir so langsam? Dann kommt da, wir hier halten auch. Ach, interessiert die Zeiten hier, glaube ich, auch noch. Was sich alles täuscht. So,
Wunderbar. Christian Seelemann, guten Abend zusammen. Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Abend, Christian. Schön, dass du da bist. Und ich hoffe, dir geht es gut. So, du 20 jetzt abfahrt. Schön. Richtig schön die Kiste hier. Mein Gott. Macht wirklich eine Menge Spaß, mit dem Fahrzeug zu fahren. Schön. Jetzt muss ich das erstmal kurz gucken. Es gibt nur hier vorne Antrieb. Oder? Hier nee, nee, hier nicht. Auch nicht. Auch nicht. Hier auch nicht. Nee. Nur vorne und hinten, also hier jetzt am Steuerwagen. Naja. Naja dann. Na, ja, läuft ja wie ein Länderspiel hier. So viele Leute, die dazugekommen sind, sind gerade auf dem RE2 unterwegs und fahren jetzt nach dem Mainz Hauptbahnhof mit dem Zurich Flirt 3 Baureihe 429. Auf der Strecke Koblenz-Frankfurt. Oder Frankfurt-Koblenz, je nachdem, wie man es drehen möchte. So, Türen gehen zu. Türen sind zu. Geht's los, weiter hier mit der Bildung vor Ort. Nächste Station Oberwesel. So. So, den Schuh raus, Freunde. So, nicht anders. So, dürfen wir jetzt bestimmt wieder auf 120. Aber jetzt werden wir dann auch noch, ja, langsame Fahrstellen bekommen. So, Daniel, die Kiste hat wohl Schwierigkeiten beim Bremsen. Ja, sowieso. Aber dafür muss auch kein Schnee liegen oder irgendwie so. Hatte ich schon vorgestern gehabt. Ich habe eine Aufnahme gemacht, die kommt nächste Woche. Da hatte die auch schon Schwierigkeiten gehabt beim Bremsen. Muss man viel mit dem Sandsteuer arbeiten, aber naja. Ist ja nicht so schlimm. Solange man klarkommt. Aber beschleunigen tut sie wiederum gut her. Die gute Dame hier. Die Uhr schreibt mich schon wieder auf, aufstehen und bewegen. Was du so alles von mir willst, du? Mensch, ich wollte im Tierpark. Und 11.191 Schritte habe ich gemacht, ey. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, 130, kann man auf hier hochstellen. Beschleunigen. Super. Heute meine Arme weh, ey, das ist so furchtbar. Okay, gut, dann tut mir mal nicht irgendwas weh. Zahnschmerzen sind Kopfschmerzen, Beinschmerzen, Knieschmerzen, Fußschmerzen, Handschmerzen, Armschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Brustschmerzen, Seitenstechen. Oh. Irgendwas ist immer. Na gut, wäre auch langweilig, ne? Wenn nicht mehr. So, jetzt 2,4 Kilometer, 100. Kommt wohl eine etwas schärfere Kurve.
Aber dürfen danach gleich dann wieder auf einer 10 beschleunigen. So ist es. So und nie anders. Bremsen wir schon mal runter. So langsam aber sicher. Aber die geht echt rum hier mit den Bremsen, ey. Nicht schlecht. Aber naja, was will man machen, ne? Die Kurven sind wunderschön, ey. Oh, schon Kurvenneigung und Zickzack-Oberleitung. Links die Straße, da rein, rechts immer mal wieder so kleine Städte. Dann die großen Berge hier im Rheintal. Ah, wunderbar. Schön. Richtig schön. Wird fleißig geboggert. So soll es sein. So soll es sein. So, dann schlängeln wir uns jetzt erstmal die Kurven hier erstmal eine ganze Weile entlang hier. Silvo, jo, was hast du denn für einen Schrotthaufen? Was meinst du, den Zug oder das Spiel? Ich hoffe, ihr habt die richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann Entschuldigung. Also damit meine ich deinen Namen. Dein YouTube-Name. Zug. Ja, für 3. Ist eigentlich ganz chillig mit denen hier zu fahren. Schrotthaufen also, da übertreibst du. Naja, der jene sieht so, der andere sieht es so, ne? Was auch völlig in Ordnung ist. Schwer und guter Zug. 85 mit ein paar Gesselwagen. Aber Schrott muss ich sagen, ist er nicht, also in meinen Augen. Aber wie gesagt, der eine so, der andere so. So, und können für 90. Brauchen wir aber nicht bestätigen. So, kann ich mal langsam runterbremsen. So, fahren wir gleich durch St. Georg. Müsste zumindest sein. So, den Flair 3 gibt es auch für die S-Bahn in Hannover und der Rhein-Ruhr. Ja, habe ich schon gesehen. Ein paar Videos auf YouTube. Also Trainspotter-Videos.
Aber jetzt hier im Simulator nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht im Resin Store gibt es vielleicht die eine oder andere Lackierung, kann man natürlich schon umbauen. Weiß ich aber nicht, ich habe dazu nur nichts gefunden. Habe eigentlich schon mal nachgeguckt, weil ich eigentlich was Schönes bauen wollte oder zum Video machen wollte. Aber naja. Ja, aber eine neue Variante. Na, ist das ein komplett neuer Flirt oder ist das jetzt nur Innenraum und Außen, dass die neue umgebaut wurden? Weiß das einer? Würde mich ja auch mal interessieren. War schon seit Jahren nicht mehr in Hannover. Früher als Kind, weil mein Vater dort gewohnt hat. Und ich habe damals in Hamburg gewohnt, da bin ich dann auch im Jahr öfters nach Hannover gefahren. Da waren ja damals nur Baureihen 424 und 425 damals unterwegs. Das war noch damals 423. Ich bin jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Irgendwie so. Das heißt, was ich sagen muss, also Flirt jetzt, bin ich als Passagier schon mitgefahren, finde ich jetzt nicht so komfortabel. Also die Sitze sind mir zu eng einfach. Hat auch relativ kleine Sitze irgendwie. Und ja, Sitzkomfort ist jetzt auch nicht so besonders. Finde ich persönlich. In Realität, aber ist ein schönes Fahrzeug so zum Fahren im Simulator, muss ich sagen. Gefällt es mir eigentlich ganz gut. So, kommt gleich Oberwiesel. Und dann gleich mal bis auf 100 beschleunigen. Auf 140 bringt das dann uns auch nicht mehr zu beschleunigen. Ich sage gleich, der Bahnhof einmarschiert, kommen auf dem F3-Monitor. So. Machen wir ein bisschen Stoff hier. So, nächste Station ist Oberwesel. Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Übrigens, jetzt nicht wundern, das sind die ganzen, also ist jetzt noch eine Aufgabe von der Strecke, aber ich habe noch andere Aufgaben, die ich selbst gebaut habe auf der Strecke und Aufgaben von 3D-Zug, wo dann auch schöne Ansagen allem drum und dran mit dabei ist. Aber ich wollte jetzt einfach mal nur die Dovetail Games Aufgabe fahren, dass ich die auch da mal so langsam abhaken kann hier. Falls euch wundert. Genau. Das war sehr interessant, die Türme hier. Ich weiß nicht, ob das mal hier so alles so wie meine große Burg war oder irgendwie so. Keine Ahnung. Sieht zumindest sehr interessant aus. Träumchen. Aber ich würde meinen, das ist ja auch nichts Neues bei mir. So. So.
dann lassen wir die mal ein- und aussteigen, ja. Aber stehen gut. Alles in Ordnung. Die Fahrgäste brauchen ja nicht allzu weit laufen, ja. Abgesehen, die alle vorne bei mir eingestiegen sind. Die müssen natürlich weit laufen hier im Schnee. Da müssen sie durch. So ist es. So. Gut, jetzt geht's weiter. Nächste Station ist Brachert. So, dürfen wir jetzt auch wieder bis auf 140 beschleunigen, machen wir auch. Auch sehr schön. Zugewachsene Gleise. Schön. Ah, vor allem die Details. Das mag ich so. Chain. Schön. Läuft alles. Funktioniert alles. Na, was will man mehr? Von innen sich der Zaun finde ich ganz cool, also echt gut gemacht. Sieht echt nicht schlecht an. Ich bin eigentlich drinnen dran. Auch mein Zaubbahnhof, gut. Auch cool, dass das auch so gemacht wurde vom Entwickler. Dass in der Zugzielanzeige auch die, ja, der richtige Ziel angezeigt wird. Runter auf 120 wieder. So, nächste Station ist Brachert. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wunderbar. Bremsen langsam. Wie lange auch? Ah, kommt noch nieder, Heimbach. Und dann kommt schon. Und dann kommt so rum war das. Ist in Ordnung. Ah, brauchen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl hier für die Bremsen. Aber dann geht das eigentlich auch hier ganz gut. Aber Übung macht den Meister. Und den Meister ist auch noch nicht vom Himmel gefallen. Zoom.
du mal gucken, wenn man neugierig wie ich stehe. Ne? Auch wieder perfekt. Schön. DominikZ.de, hi, sehr gegrüßt, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. So, für alle Leute, die dazugekommen sind, wir sind gerade auf der Strecke Koblenz-Frankfurt unterwegs und fahren gerade den RE2 von Koblenz bis nach Mainz Hauptbahnhof mit dem Flirt 3 Syrix Baujahr 194. So, geht's los. Nächste Station ist Niederheimbach. So, Ausfahrt mit 130 gleich. Dann wollen wir mal. Schönes Gefährt, liebe ich. Habe auch andere Varianten, aber ja, die passt gerade so schön hier auf der Strecke. Ich habe heute was beim Rossmann gefunden, nämlich ist das der Jurassic Park Jeep von Jedel Toys. Okay. Na gut, Jurassic Park kenne ich nicht, also ein und nie gespielt oder irgendwie so. Gespielt, geguckt, Jurassic Park ist am Film. Ne? Ja, kann ich leider nicht, aber hört sich cool an. Tim Lohvegan, hi Jenko, einen wunderschönen guten Abend, lieber Team Lohvegan. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, euch geht es auch allen gut. So. Langsam bremsen. Nächste Station ist in Niederheimbach. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Rechts, hoffe ich. Mal doch links. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Dir auch. Dankeschön. Team Lohvegan. Team Lohvegan, mein Gott. Sprachen wir ja mal wieder ja, das Beste. Ah, Entschuldigung, doch links. Ja, verzettelt hier. Ich habe ein Bild davon auf meinem YouTube-Kanal. Okay, kann ich mal schnell mal angucken. Also Jurassic Park, ja, habe ich schon was davon gehört, auf alle Fälle. Aber ein Jeep von Jeda Toys, weil ich es nicht ausgesprochen habe, kenne ich halt nicht. Ne? Die Filme mir dazu nicht angeguckt. Aber ich glaube, gibt es nicht auch Spiele für die PlayStation und für PC davon? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich würde sagen, oder meinen, ich glaube, mein Cousin damals, ich glaube, doch, da glaube ich damals PS4-Spiel gehabt oder irgendwie so. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, jetzt weiter. Nächste Station Bingen am Rhein Hauptbahnhof. Flirt flott hier. So. Ich
Satella geht's los. Dominik schreibt, du musst mal auf YouTube suchen. Gib einfach mal Jalen Toy Jurassic Park Typ ein. Ja, ich kann es mal ganz einfach machen. Ich gucke mir einfach den Livestream danach an, merke mir die Zeit, klick auf deinen Namen und dann komme ich ja gleich auf deinen Kanal, dann kann ich es mir darüber angucken. Dann später. Oder ich mache das halt so, wie du es im Test bestimmt hast. Das kann ich natürlich auch machen, aber ich kann es auch ganz einfach machen. Indem ich dann einfach auf deinen Namen draufklicken und dann auf Kanalanzeige gehe. Und dann sehe ich es ja dann. So einfach und so schnell geht es. So. Auch ein echt ekelhaftes Schmuddelwetter bei mir draußen. Ey, regnet wie aus Gießkannen. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ah, Tim Nomegan, es tut mir leid, ich hab's überlesen. Jenko, soll ich dir mal was sagen? Na klar, kannst du mir was sagen. Tut mir leid, dass ich deine Nachricht übersehen habe. Dominik, kann gerne nach dem Stream vorbeischauen. Ja, mach ich, Dominik. Mach ich, kein Problem. Das kann ich machen. Und ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr mögt. Und die Glocke aktivieren. Keine Videos und keine Livestreams von mir zu verpassen. Nur wenn ihr mögt. Sehr gut. Am Bing haben wir diesmal nicht lange aufgeteilt. Okay. So, Tim Nullian schreibt, ich bin heute 3 oder 4 Mal über ein rotes Signal gefahren. Wo bist du rübergefahren? TSB oder ein Trendsimulator? Dominik, der Jeep ist im Maßstab 1 zu 32. Oh Gott, Maßstab. Ist das sehr klein oder ist das groß? Ich kann mit Maßstäben echt schlecht anfangen, du, tut mir leid. Ich will nur jemand schreibt, bin zu schnell gefahren. Ah, ja, das kenne ich. Vor allem, wenn du mit einem schweren Güterzug fährst und dann bremst du und bremst du und bremst du und fährst dann rüber und dann steht dann da richtig schön fett. Szenario fehlgeschlagen. Rotes Signal überfahren. Ärgere ich mich auch immer. Ist immer unschön, aber naja, was willst du machen? Muss halt nochmal von vorne machen. Ich glaube, oder man kann, weiß ich nicht, kann man das ausstellen in den Einstellungen? Transimulator 3. Ah, okay. Ja. Das ist immer echt, ja, anders geil, sage ich jetzt einfach mal. Dominik schreibt, der Jeep kostet 12,99 €. Das ist aber eigentlich angenehm, der Preis. Also hört sich nicht schlecht an. Zumindest nicht überteuert oder irgendwie so. Aber es ist jetzt nur so ein Modell oder irgendwie so, oder? Oder ist das so richtig Spielzeug zum Spielen? Ja gut, manche gucken sie das als Spielzeug und stellen sich das hin als Modell halt, ne? Macht der eine oder andere sicherlich auch. So, nächste Station in Bingen am Rhein-Hauptbahnhof. Wir haben Anschluss an den Regionalverkehr sowie an den Fernverkehr. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So. Sehr gut.
vor. Ich sagte, wir rollen noch ein bisschen nach vorne. Ein Stücke wenigstens noch. So, meine Bremskünste achten wir heute mal nicht so. Habe ich gehört. So, Güterzug mit Autos, der TSW 3 ist auch chillig. Damit ich eine gute Fahrt auf alle Fälle. Dominik, es ist ein Modell aus Metall. Ich habe ein Bild davon. Ja, okay, gut. Wie gesagt, die guckst du mir dann nach dem Stream an. Hast ja gesagt, du hast das hochgeladen auf deinen Kanal. Schau ich mir danach an dann. So. Gut. Noch Ingelheim und dann sind wir in Mainz. Na, haben wir es geschafft hier. Auf der Strecke. Aber wir werden noch ein paar andere tolle Aufgaben heute fahren. Da ist natürlich auch mal ein geiles durch gewesen. Dankeschön. Ja, bitteschön, kein Problem. Not problemo. So, Ausfahrt mit 90, dürfen wir aber gleich dann auf 160 beschleunigen, genau. So. Geht's los. So, Dominik schreibt, und du kannst gerne einen Kommentar hinterlassen. Ne? Das kann ich machen. Das kann ich machen. Ich schreibe dann meine Meinung dazu, wie ich das finde. So, Gold 160 ab hier. Wenn wir mit dem Zug überfahren. Was er machen, gibt es ja Punktabzüge hier, das Karriere-Szenario. Um Gottes Willen, du. So, happy on the table, dann geht's los. Auf nach Ingelheim, fahren es durch Bingenstadt. Müsste es sein. Ja, Bingenstadt. Sehr gut. Schön, so. Dann gehen wir eben mal mit Geschmack jetzt durch hier. Durch das Rheingebiet hier. Überlegen, muss ich meine Tiere heute füttern, aber ich glaube, ich habe es gestern gemacht. Das glaube ich, brauche ich heute nicht machen. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Die habe ich gestern gemacht. Genau. Gestern voller Arbeit. So war es, genau. So. So. Was wollen wir als nächstes fahren? Wollen wir Fernzug fahren? Wollen wir Regionalbahn fahren? S-Bahn, U-Bahn? Oder Güterzug? Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was wir als nächstes fahren wollen. Bei 1,5 Kilometern geht es nämlich auf die Hauptstrecke drauf oder auf eine andere Hauptstrecke, sagen wir es mal so.
ganz entspannt runterbremsen. Nichts überschlagen. So. So, dann kommt die Hauptstrecke mit dazu. Von irgendwo, ich weiß jetzt nicht von wo die kommt. Aber irgendwo wird sie schon kommen. So, dann dürfen wir ab hier wieder 160 fahren. Oder auf 160 beschleunigen. So, nächste Station ist Ingelheim. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ach, so schön entspannt hier auf der Strecke zu fahren, aber also wirklich, ist das ein Träumchen. So, bremsen wir schon mal. So langsam aber sicher. Bremsen. Sehe ich jetzt hier nicht so gut ist. Ein bisschen Sandsteuer mit benutzen, dann geht auch schon. Ah, so wird ein Schuh aus, ja. Stärker die Bremsung hier. Ein bisschen verschätzt, aber naja. Na ja, gut, vorne die Tür wir nicht auf, aber wir stehen eigentlich ganz gut. Schön an der Haartafel. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Damit kann man arbeiten, Freunde. Damit kann man arbeiten. So. Genau, dann kommt dann nur noch der Bahnhof. Mainz, genau. Wie viel Kilometer? 18. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. So. Gut. Müssen die Türen auch gleich zugehen? Ja, dann gehen sie zu. Heute ohne Gepieper. Ist nicht so schlimm. Aber irgendwie, wenn du nach draußen am wechselst oder irgendwie so, manchmal tut er den akustischen Türschließ-Signalisierung, sag ich jetzt einfach mal, nicht abspielen. Das ist manchmal ein bisschen blöd, aber naja, was willst du machen? Es ist ja auch nur ein Spiel. So, einfach mit 150, dürfen wir gleich über 160 beschleunigen. Aber bis wir auf 150 sind, das dauert auch eine ganze Weile erstmal. So, mein Hauptbahnhof Endstation dann. Für uns. So. Mal gucken, was wir dann fahren. Irgendwas Schönes werden wir schon finden. Durchbeschleunigen hier. Entspannt.
Dann kommen wir uns mal einen Regionalmann entgegen. Oder? Ja, doch. Als. Oh. Schön, moin, Kollege. Da fern ich dann. Okay. Naja. Der eine so, der andere so. Ist auch nicht so wild. Oh Gott. Schöne Lagerhalle, oder? Ja. Ja, Lagerhalle. So ist es, so sieht's aus. Dann kommt die andere Bahn, wo die Regionalbahn hält. Aber wir sind der Regional Express heute. Nicht loben lassen. So. Also war gleich Mainz, haben wir es gleich geschafft, ja. Wunderbar. Wechselseite hier. Der linken Seite. Oder gewesen jetzt in dem Falle. Also auch alles sehr nah an der Strecke hier gebaut, ne? Also. Auch schon so eine kleine Sache. Alles hier auf engem Raum. Aber hat was. Auf alle Fälle. Oh Gott, ey. Jetzt ist doch mal gut, ja. Wacht er an. Oh. Aber gut, war anstrengend heute. Mal noch shoppen. Aber war ja auch im Tierpark heute. Oh. Ganz rumgelatscht aus durch den Tierpark. Oh. Das ist für mein Alter nicht mehr. Dann macht den kaputt und dann haben wir auch so ein richtig tolles Wetter hier. So immer so Regen und dann mal wieder nicht. Und ah. Okay. Schlimm. Brauche ich jetzt nicht so. Dringend. Aber naja, was willst du machen? Was will man machen? Kann man sich nicht aussuchen. Ich würde mich jetzt eigentlich mehr freuen über Schnee, muss ich wirklich sagen. Aber naja. Kann man schon mal unter Bremsen so langsam auf 100. So.
Dann sind wir gleich in Mainz. Wir waren schon 100. Eine Ankündigung beim Signal davor. Ich habe nichts gesehen. Muss ich dazu sagen, na, da waren wir dann zu weit runter. Die AfB. War schon durch zugeschneit hier, die Amis waren hier. Sehr gut. So, nächste Station ist mein Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an die S-Bahn, wie zum Regional- und Fernverkehr. Die Zugfahrt endet dort im Namen von ja, DB3X. Verabschieden wir uns vom hier an Bord vom RE2. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Mainz und hoffen Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Auf Wiedersehen. Ja, mal schon uns eine Aufgabe raussuchen, wo keine Ansagen dabei sind, dann muss ich so sprechen. Oh, ich kann es auch nicht so professionell. Muss ich dazu sorgen. Auf 294 Euro ein paar abgestellt, ja. Ah, vorbildlich. So, aber ich glaube, ein Kollege nimmt doch hier den Zug oder nicht. Keine Ahnung. Und C3 steht auch nach vorne noch. Bahnhof von Mainz. So. Und recht gehabt habe ich auch mit den Ausstiegen rechts. Ah, wunderbar. Klappt ja alles. So. Die Bremsen hier, wir werden nicht Freunde hier, also. Naja, nicht so schön. Naja, was willst du machen? Halt mal einfach Abschnitt D und dann wird das schon passen hier. So. So. Na dann. Ein bisschen die, das hier die direkte Bremse, pneumatische Bremse, kann man ein bisschen anziehen hier. Auch schöner Sound. Ah, schöner Sound hier, gefällt mir. So, überpünktlich sind wir angekommen. Na, was wollen wir mehr hier? Oh, shit. Gut, na, dann werden wir gleich mal aussuchen, was wir als nächstes fahren werden. Ja. So, gute Arbeit. Sie haben gerade genug Zeit, ein warmes Getränk. Für ein warmes Getränk, mein Gott, bevor es zur nächsten Aufgabe des Tages geht. Naja, heute nicht, vielleicht ein anderes Mal. Aber trotzdem, Dankeschön. So, ja, gut abgeschlossen. Ja, wunderbar, was will man mehr? So. Gut. Also dafür, dass ich fast 2000 Spielstunden habe und ich bin erst Level 38, schon krank. Aber naja. So, ja, wo wollen wir unterwegs sein? Also, ich denke mal, Bock auf ein bisschen Güterzug. Aber ein paar schöne Dinger hier. Irgendwo. Naja, mal gucken. Oder schon mit dem ICE4 hätte ich auch mal Bock. Na gut. Ich habe auch so viele Sachen, das davon abgesehen. Aber wir müssen uns entscheiden. In der Salinenstern könnten wir auch mal wieder unterwegs sein. Noch ein paar schöne Aufgaben. Frankfurt-Koblenz, Zeitspeed. Ja, Frankfurt-Koblenz habe ich auch haufenweise Aufgaben hier. Mit dem Flirt, C1, IC1 und so weiter und so fort. Ja, da gar kein Ende hier. Gar kein Ende. Freiburg-Basel.
Aerosoft. Noch Expert Line. Auch kann man unterwegs sein. So, aus dem Urlaub werden Sie herbeigerufen, eine Güterschicht zu fahren, den aufgrund einer Grippewelle gibt es akut ein Mangel an Triebfahrzeugführer. Sie fahren einen Güterzug mit TDS-Wagen von Basel bis Freiburg. Genau, die müssten doch auch die TDS-Wagen sein von 3D-Zug, wenn mir sich alles täuscht. Wir schauen einfach mal rein. So, schön Güterzug. Genau, das ist VR-Version. Also auch schön mit schönen Sounds. Und einem Drummer dran von Riddle Rarebox. Ah, genau, das machen wir. So. Schön auf der Strecke Freiburg-Basel. Das sind wir ja auch nicht so oft unterwegs, muss man mal dazu sagen, ne? Wer sieht zumindest, ist bezahlt. Es wird bezahlt, es wird bezahlt. Muss nur laden spielen. Aha! So, okay, aber müsste von der D-Zug sein, also eigentlich müsste man nur noch eine Leitung, eine schöne bekommen. Ah, schön, 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 schön. Schön. So. Gut. Soweit habe ich schon aufgerüstet. Die Fahrdienstleitung an 40522, bitte kommen. 40522 hört. Zwangsbremsung. Es tut mir leid, dass ich dich so kurzfristig im Urlaub stören musste, aber die Grippe fordert mal wieder ihren Tribut und uns fehlen dringend einige Lokführer auf der Strecke. Aber schön, dass du konntest. Am späten Nachmittag bist du auch wieder zurück. Du fährst erstmal den 40522 mit TDS-Wagen nach Freiburg Güterbahnhof. Du kannst direkt los, unterwegs lasse ich aber den Regionalexpress 26506 an dir vorbei. Wir müssen schauen, wo das sein wird, aber ich denke irgendwo zwischen Haltingen und Mülheim. Irgendwelche Fragen? Nein, soweit ist alles klar. Dann mal los. Okay. Also wir schalten uns auch mal mit vorsichtshalber ein. So, rüsten uns die Kiste auf. Oh Gott, ein Bremstest. Störung. So. Wir sind angehauen. Lösen sie mal. So, wir müssen zurück. So. Schalten wir uns auch die AFB ein, Ausfahrt mit 40. Ja, war ein bisschen viel des Guten. So, Zugübung haben wir auch noch. Wurde ja gesagt, mach noch ein bisschen Licht ein. So, Durchstands Licht. Ah, brauchen wir nicht, aber das ist das hier. Kann sie lösen. Sand. Naja. So, machen wir jetzt mal dunkel hier. Sehr gut. So, dann sollten wir so weit ausgeschaltet. Machen wir wieder an hier. Aus Versehen, Entschuldigung. So. Genau so. Was? Keine Ruhe los? Was ist denn hier los? Ja, das ist aber nicht so vorbildlich jetzt hier. So. Doch ein bisschen viel Licht. Fertig eingeschaltet oder was?
Na, ja, das sieht ja schon besser aus. So. Genau. Haben dann diese TDS-Wagen hier. Oder Schimps? Ne, TDS. Hier dran. Genau. Von 3D-Zug sind sie. Ja, genau. Ich glaube, das ist die Aufgabe hier von diesem Pack hier oder so. Genau. Ach, schön. Gefällt mir. Gürzug hier noch abgestellt. So, Fahrt haben wir. So, dann würde ich sagen, dann kann es losgehen, die Elefant. Mal gucken, ob es hier funktioniert. Ob es losgeht. Auf Computer wenigstens schon mal. Aber geht los hier. Oh, leichter Güterzug hier. Na dann, wollen wir mal. Ach hier, sieh doch, dass ich auf der Taste. Aha! Gut, 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 gut. Ist überall anders, ja. So, dann wollen wir mal. Vielleicht wird es entspannt. Mal gucken. So, wir fahren jetzt übrigens die DB-Version. Fahren wir ja. So. Leuchtet auch noch was Gelbes. Gut. Wir lassen das mal so. So, ich hoffe, es passt mit dem Sound. Wenn irgendwas zu laut sein sollte, Freunde, dann müsst ihr es reinschreiben in den Chat. Ich kann das gerade echt nicht einsehen. So. Ah, schon. Ah, ist animiert. Der Uhrzeit ist animiert. Wunderbar. Ah, schön. So. Ja, fair zu stellen ist es auch nicht so easy. Aber machbar. Jetzt ist er wieder. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich werde mich nicht beschweren. Gott, die letzte Bischiene. Alter, ist das geil, Alter. Meine Fresse, ey, ich feiere das gerade so sehr, ne? Ich bin ja auch schon zu irgendwo. So, bis wohin fahren wir? Bis Freiburg. 57 Kilometer. So. Bis hier drauf auf die Hauptstrecke. Ah, gefällt mir jetzt schon. Also bombenmäßig. So, nicht anders, Mann. So und nicht anders. Dürften wir von der gleich bis auf 160 beschleunigen. Der lässt uns auch bis auf 160, aber wir sind ein guter Zug. Maximal 120. Maximal. So. Ach, schon schön, mit der Wahl zu kommen. Wenn es zu laut ist, Freunde, ihr müsst es mir reinschreiben. In den Chat. Wenn du was zu laut sein sollte. Oder ob es optimal ist. Keine Ahnung. So. Einmeldingen. Haben wir durch jetzt, okay.
schön. Oh, richtig dreckig oben. Also von vorher die Fahrzeuge sind schon wirklich göttlich. Muss man ja auch sagen. Zu Schlusshafen sind auch dran. Entweder ich bin gerade zu blöd oder ich weiß nicht, wo es dran steht, wie schnell man mit dem fahren darf. Aber denke mal 120. Schon wieder runter. 60, gut. Ja, funktioniert ja wenigstens die LCB hier vernünftig. Obwohl nicht mal eine LCB-Schiene dabei ist, aber es funktioniert. Ja, das ist wichtig. Es nicht runter. Nee, so Überfahrt, okay. Gut, Entschuldigung. Bin ein bisschen irritiert. Soll vorkommen. Aber schwer Signal zeigt auf Fahrt. Jetzt ist er halt. Ja gut, wir sind jetzt auch nicht schwer oder irgendwie so, oder? Wir haben ja schon ja Zeit. Wir sind ja mega gut, aber wir sind jetzt auch nicht schwer oder irgendwie so. So, wir sollen auch am Bahnhof hier halten. Stehen in der Aufgabe drinnen. Zugüberholung war ja noch, ne? Hat er auch gesagt, ne? Ich hab wieder nicht ganz zugehört. Und der Teurer kommt da vorne mit ein paar Dostus. Na, wunderbar. Na, ein Träumchen. Na, moin, komm her. Gefällt mir. So, die anders. 89, okay. Gut. Wie lange soll jetzt hier halten? Ist okay, na. Fahren Sie über Bad. Gut. Ist jetzt da eingeschaltet? Okay, würde funktionieren. Die Basisleitungen 40-522 bitte kommen. 40-522 hört. Eine kurze Info für dich. Der 26-506 würde ich gleich überholen. Du folgst diesem dann auf dem nächsten Abschnitt. Eventuell müssen wir noch auf Gegenverkehr warten. Auf dem Abschnitt zur Güterumfahrung, aber da schauen wir mal. Bis dann. Ja gut, alles klar. Okay, dann, gut. So, ich sehe hier gerade von Max 100, also das heißt, das wollen wir dann gleich mal anpassen. Dürfen nur 100 fahren. Naja. Oh. Na gut, so lang sind wir gar nicht. Ich dachte, wir sind länger. Ach, schön, ey. Ah, göttlich.
Guckt euch mal die Texturen hier oben an. Liebe, Liebe. Oh, nee, wirklich, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Also die nächsten Fahrzeuge werden auch die Baureihe 101 sein von VR. Ich weiß, es ist peinlich, dass ich das nicht habe, aber wird das nächste sein. Und die Baureihe 155. Das werden die nächsten zwei Fahrzeuge sein von VR. Aber andere Fahrzeuge folgen natürlich auch noch. Genau, das ja nicht. Was habe ich alles von VR? Die 120 habe ich von VR. Jetzt sehe ich hier die 189. 112 war. Aber das ist die Steam VR-Version. Aber ist ja eigentlich dasselbe. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Aber mehr habe ich gar nicht. So. So sieht die Karte aus, meine. Ist hier Schnellfahrstrecke. Warum ist er Freiburg? So. So ist es. Gut. Kommt jetzt hier noch irgendwas oder was? Ah, da kommt er. Was wir neu waren. Das aussieht, die hält hier noch, ne? Ach, mit offenen Türen. Na Kollege, du bist ja mutig, du. Du bist dann. Gute Fahrt wünsche ich dir. Geil, Alter. Ach, Jemine. Na, so ist es. So ist es. Gut. Ja. 311. Ich bin mal gespannt, ob die dann auch für TSW 3 rauskommt. Gab es ja Bilder schon zu sehen in München. Hier kommt es ja raus. Ja, schön. Vera. Aber ja, wir werden uns mal überraschen lassen. Abwarten und überraschen lassen. So sieht's aus. Ist also ein bisschen Freiburg. Ah, 51 Kilometer. 51 Kilometer. So, gut. Müssen wir dann noch dann die AFB anpassen, was man hat. Fahren zwar nur zur obersten Zugart, aber das ist ja eigentlich egal. So. Also gut, wir können auch runterschneiden auf den mittleren Zug. Also ich weiß noch nicht wie. Plus. Ich habe keine Ahnung, wie könnte man das nicht umstellen hier? Das hier? Scheibenwischer. Nee. Nach hinten kann man sich drehen. Ach ja, ist ja nicht so wilde. Ist ja nicht so schlimm. So. Dann können wir dann schon mal 4,7 Bar lösen und dann. Müsste es ja eigentlich bald losgehen. Muss noch umspringen da vorne, das Signal. Aber es kann sich um Jahre handeln, ja noch. Bist du da? Na. Nee. Nee, ist doch rot. Signal ist grün, kommt hier noch was?
Du fährst ein. Nee. Kommt nicht mehr. Aber welche ist schon gestellt? Ist hart, ist noch nicht hart. Wüste. Oben. Mal abwarten, bis er vielleicht da rübergefahren ist. Wird das Signal. Kriegen wir vielleicht dann hier Fahrt. Mal gucken. Also ist es als Güterzugfahrer halt, ne? Ist es halt so, da musst du auch mal warten. Kann man jetzt leider Gottes auch nicht ändern. Kann man mal anrufen? Ach, Signal ist erteilt. Genehmigung ist erteilt. Hab immer gespannt, ob die das auch so sehen hier. Die, ist umgesprochen. Na, perfekt. Ist in Ordnung. Geht's weiter. Also schön langsam anfahren. Aber ein paar Bilder machen. Ein paar neue Bilder für den Desktop hier. So. Dann geht's weiter hier. Im Gestrüpp hier. Ausfahrt mit 80. Die 80 Ankündigung, Entschuldigung, Ausfahrt mit 60. So. Wir sind doch echt gespannt. Also der zieht echt gut, oder die zieht echt gut, sagen wir es mal so. Kann man nicht meckern. So, gut. Dann wollen wir mal. Das war auf 60. Weil wir werden hinterher auf der Regionalbahn Strecke unterwegs sein. Und schon hinterher tuckern hier. Der Kiste, so kann man sich schon angleichen auf 100. So, sieht man nicht vergessen. Jawohl. Machen wir mit so hier. Ah, schön. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. So was liebe ich. So, jetzt wollen wir als nächstes über Krotzingen fahren. Na, machen wir es doch. Kein Problem. Komm, mal proben hier so. Himmel, da jemand. Schon wieder hinterwarten, ey. Na gut, 3500 Metern, bis dahin sieht die Welt schon wieder anders aus. Davon abgesehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht. Mal gucken. So, für die, die jetzt dazugekommen sind, wir sind gerade auf der Strecke Freiburg-Borsen unterwegs und fahren eine Güterzugaufgabe. Genau, nach Freiburg mit der Baureihe 189 von Feuer. Genau, für die Leute, die dazugekommen sind. Doch echt klasse aus die Strecke. Also ist da jetzt auch schon echt in die Jahre gekommen, aber sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Macht Spaß.
Das legt mich jetzt auf, dass wir die ganze Zeit hier so einen scheiß Regionalbahn hinterher gucken können, ja schon wieder. Mein Gott, ey. Aber naja, was will man machen, ne? Was will man machen? DB Rayron. Na gut, sehr kurvig halt, ne? Aber so, ist Freiburg eigentlich Deutschland? Ja, doch. Freiburg ist Deutschland, oder? Keine Ahnung. Wird schon richtig sein, hoffentlich. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh, schön, ey. Schmuddelig oben und so, ah, die Details von mir, alles, ah, nee. Nee, ah, das ist schon, das ist genau meine Welt hier, genau richtig. Mal wieder Alter Morten, mein Gott. Umgesprungen, so wie es aussieht. Ja. Ist in Ordnung. Nächstes Signal dafür wieder hier. Oh Mann, ey. Also ist es, wird zumindest nicht langweilig. Gut, Schlummesprung, das nächste Signal. Was ist hier los? Warum spielt denn jetzt hier die AFP nicht mit? Hm. Schwierig. Naja, Ritz. Was will man machen? Das überfahren. Aber die LZB geht immer weiter runter. Es ist doch verteilt. Ja, wir sind gespannt, was jetzt passiert hier. Muss ich extra anhalten, dann wird's grün, wird sie verarschen, Alter. Ah, Gott. Musste mich kurz befreien. Jetzt geht's weiter.
LZB notteilend. Naja, gut. So, 189 Schimpfs entgegen. Moin. Ah, hey, so kommen wir auch voran. Sehen wir es mal so. Ist denn ja GV Max oder 40, ne? Von der Kiste hier. Entschuldigung, so. Na gut, die Bauer ist auch nur eine reinste Höhe zu groß, davon abgesehen. Wie hört sich die Baureihe so ein bisschen an wie so eine Waschmaschine irgendwie? Ganz merkwürdig, weiß ich nicht. Macht sich nur so ein. So, wir dürfen gleich 160 fahren, aber wir dürfen sowieso nur 100. Lock da aufgerinnt. Sind wir hier übrigens in der 1,60er Güterzug, 40, 500, 22 Borsenrangierbahnhof, Freiburg, Güterbahnhof, Tierfahrzeug, Baureihe 189, vom Max 100 km/h. So sieht's aus, Freunde. So sieht's aus. Wie lang hier? Du, jetzt hier rechte Seite müsste, glaube ich, die Fahrbahntrasse dazu kommen, glaube ich, wenn ich jetzt nicht alles täuscht. Ah ja. Da geht das jetzt hier auf? Oder bleibt jetzt hier nur neben uns? Wir werden es erfahren. Ich bin ja bis jetzt noch nicht so oft unterwegs gewesen. Ach ja, so ist es.
Ja, die sind ebenfalls im Maßstab 1 zu 32. Okay, naja. Ja, aber Fast and Furious, das ist schon nice. So. Hier dürfen wir diesmal nicht rüberfahren, aber es kann sein. Sieht mir so aus. Wieder zur Trägerin, wo sind wir? Sind hier. Okay, kommen jetzt hier drauf. Und so wie es aussieht. Muss mal abwarten. So. Auf den einen oder anderen fahren zu, keine Ahnung. Kommt über eine Heilbahn von vorne, das kann auch sein. Ach ne, die vor uns fahrt ja. Okay. Ach, Herr Jemine. Naja, das wird schon. Freust du dich auch auf den Bild? Meine Schick. Ja, ich bin gespannt halt. Wie gesagt, diesen Schick, den kenne ich nicht von Jurassic World, kenne ich ja nicht. Ne? Ich bin mal sehr gespannt, wie er aussieht. Dass ich mir auch dann selber ein Bild davon machen kann. Ja. Genau, so sieht's aus. Ach ja. So ist es, Freunde. So ist es. Warten, warten und noch mehr warten. Weil der ist auch so eine blöde Reihe vor uns hier. Ja. Aber naja. Dominik, der Jeep. Oh, da kann er wieder stehen auf mich. Gut. Kann Gott die weiterlesen? So, kannst jetzt erstmal umspringen und signalen? Oder kommt hier noch irgendwas anderes, was uns hier noch überholen wird? C. Aber das kann sein, dass auch den noch warten müssen. Der Jeep von Yama Toys, der kostet 23 Euro oder 90 oder was? Okay. Ist das halt schon geschrieben, dass der Jeep da von Jurassic World da 22,90 € kostet? Also wir warten hier mehr auf der Fahrt als wir fahren. Aber so ist es. Muss jetzt langsam mal der Zug kommen hier. Ach, da kommt der angepökelt hier. Der ICE 71 nach Basel. Ja, so was. Look now. Look now, please. Dominik, und du kannst gerne mal ein Abo da lassen. Das kann ich machen. Ah, hast du auch mal hier da gelassen? Also hier gelassen, oder? Sehr entscheidende Frage. Nein, mein Spaß, alles gut. Mann, ey. Warten, warten, warten und noch mehr warten. Ah, hier ist auch jemand. Na, interessant. So, jetzt hast du aber langsam mal grün werden, du.
Gerne. So, Dominik schreibt, ich wollte dich nur kurz daran erinnern. Für nach dem Stream. Ja, du, ich hab's nicht vergessen. Ich hab es nicht vergessen, denn ich mache das noch. So, Team Omegan schreibt, ich habe ein neues Video rausgebracht, Denko. Naja, dann schaue ich da auch mal rein, da. Mensch, aber ja, hier was zu tun. Nach dem Stream, aber mache ich weiter. Kein Problem. Team Omegan, der folge ich ja. Sven, moin moin. Einen wunderschönen guten Abend, Sven. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So, gut, geht's weiter jetzt hier. Die wilde Front. Bitte unter meinem Video schreiben, egal was, du kannst dir aussuchen, was du schreiben möchtest. So kann ich machen. Team Omegan, kein Problem. Kann ich machen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, dass wir hier auf die Leiste noch die 10 Daumen nach oben knacken. So, danke, bitteschön. Ich habe auch ein Top 10 Dings Dampflok Video hochgenommen. Okay, guck ich mir mal an. Dominik. Wenn wir vorbei schon auf deinen Kanal, du. Was du da so für tolle Sachen hochgeladen hast. Sven gibt einen Daumen nach oben. Wunderbar. Danke dir, Sven. Das wollten wir danach sehen. Könnten wir ja gerne mal Vorschläge reinschreiben. Was für eine Strecke oder whatever. So, Freunde, danke schön für den neuen Daumen nach oben. Danke, danke, danke. So, sieht wenigstens jetzt erstmal alles frei aus, ja. Wir kommen jetzt hier durchfahren, ich war nur halt Freiburg. Donau nach oben, wunderbar, danke schön dafür. Ja.
kurz noch ein paar Perspektiven von außen uns hier anschauen. VR-Version. Die Ansicht ist nicht so toll. Na komm, gib doch mal was Vernünftiges hier. Mann, dass er hier auf der gerader Strecke hier nichts Vernünftiges geben will. Schade. Aber so ist es. Kann man nicht machen. Schleichen wir hier mit unter Dank, aber schade dürfen wir nicht fahren. Dafür sind dann anscheinend die Güterwagen hinten nicht ausgelegt. Aber ist aber nicht so gut. Und 120. 6000 Meter. Aber hat uns nichts zu interessieren. Wir müssen erstmal über Bad Krötzing fahren. Krötzingen fahren. So wie das gesprochen wird, ich habe keine Ahnung. Bin hier auch nicht streckenkundig. Auf der Strecke. Silber, Augustus, moin. Also ist es. Ah, schön entspannt hier. So lange heizen hier. So muss es. Was bedeutet diese Beschilderung denn hier, die ab und zu mal kommt? Wann kommt jetzt nächstes? Muss mal abwarten. Ja. Was hat das für eine Bedeutung gehabt, diese Beschilderung? Die Metertafel sind ja auch ganz normale, aber naja gut. So ist es. So ist es. Gibt es auch die Strecke von Erfurt nach Dittingen? Nee, gibt es leider nicht. Die gibt es leider nicht. Da muss ich dich leider enttäuschen. Bad Krötzingen, Krötzingen, besser gesagt.
entlang. Aber es ist ein entspanntes Fahren hier. Das muss man ja mal lassen. Ja. Sehr gut. Aus, dass wir wieder zu dem kommen. Was sind das alles hier? Die Norweger schreibt keine Ahnung, okay. Es entscheidet, gibt es die Strecke von Hannover nach Göttingen mit dem Metronom? Nein, gibt es auch nicht, nur die Strecke von Hamburg nach Hannover mit dem Metronom. Die gibt es, aber von nach Göttingen gibt es leider auch nicht. Da muss ich dich auch leider enttäuschen. Schön, wenn es eine Erweiterung gibt von Hannover nach Göttingen. Wäre gar nicht mal so schlecht. Na, wer weiß, was noch so kommt. Was dieses Jahr so kommt noch. Ja, bei Krozingen sind wir schon auf 8 Kilometer. Dann haben wir es auch geschafft. Bremen nach Hamburg mit dem Metronom gibt es leider auch nicht. Also habe ich zuerst, ich weiß nicht, ob es eine Frühjahrversion gibt oder irgendwie so. Also eine Frühjahrversion gibt es irgendwas mit Bremen, das gibt es, aber von Hand aus. Dominik schreibt, ich habe auch einen Schatron-Charakter gekriegt namens Melissa Kindersack. Die sind eine, Schlepperin auf der Okay, gut, sagt mir jetzt nicht, Dominik. Hat man so auch noch absolut gar nicht, okay. Naja. Ich muss ja auch nicht alles wissen. Würde ich mal so behaupten. Sehr gut. Schlecken wir es mal weiter hier vorbei. Mal schon weiter warten? Mann, ey. Guck das noch. Okay, jetzt also ganz leicht zur DSB-Schiene schon. Okay. Eine schöne Nordstrecke aus. Oh, das kann ich machen. Eine schöne Nordstrecke. Irgendwie hätte ich mehr
Nun hätte ich mal wieder Lust auf der Vogelfluglinie, also na, wie heißt er? Wartet, komm ich doch. Lübeck, Puttgart, ich würde mal hier unterwegs sein. Hier einfach mal wieder Lust. Hoch, schön, also richtig hoch in den Norden geht es. Störung. Aber nicht so schön mehr. Dass er jetzt Störung schreit. So, das war nicht vergessen. Weinregen hier auf der rechten Seite, ne? Die Strecke ist genehmigt. Aha, okay, gut. Super Sven, dann werden wir dort drin sein. Als nächstes. Also ich hoffe, ich habe es installiert. Das ist jetzt eine entscheidende Frage. Mal nachforschen. Dann gleich. Nummer 43. Einbahn. Mit Karlsruher Kopf. Was meinst du jetzt damit? So. So, das war gleich in Freiburg angekommen. So. 6000 Metern, schon 30 angekündigt, na wunderbar. Ah, hier ist ja was los. Das beenden wir. Und bestätigen. Man soll leider hier Ding installieren. Achso, ja. Achso, gehört so mein Zuerst. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, ich schau dann gleich mal. Sind ja gleich angekommen. Angekommen mit unserem Zoff.
Fahrrad, warum wir jetzt runtergebremst? Sie hier los? Störung. Ja, in Ordnung. Ah, okay. So. Gut, okay. So, gut, geht's wieder los. Was jetzt auch gerade hier los war, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber naja. So ist es. So ist es halt. Kann man es nicht ändern. Befreit aus der EZB, ne? Also ich habe bestätigt, dass wir in mir. Aber keine Ahnung, was jetzt hier los war. Also, so müssen wir so hin uns auf uns nehmen, oder ich muss es auf mir nehmen. Sagen wir so. Gegen, fügt mir aber auch eine 118, ja. Moin. So, bestätigt. Dann kann man runterbremsen langsam. Haben wir es fast geschafft. Set. So. Bestätigen, weiter warten. So. Dann geht's dann hier rechts ab, ja.
machen wir dann da rein. Mal hier rein. Mal gucken. Kann überall sein. Schöner alter Lackschuppen hier. Mein Gott. Schön. So soll es auch sein. So, nicht anders. Störung. Die Klappe mit einer Störung hier. Ja, und dann haben wir es. Ah, schön. Ah, schön, entspannte Fahrt gewesen. So dumm, zum Großen und Ganzen. Alle Fälle. So. Dann fangen wir gleich das Rohr an. Wunderbar. Fahren wir mal vor. Dann halt mal an. So. Zu langsam. Und gleich geht er ab, der Schulz. Heil unser Teufel. Hier die Fahrdienstleitung an 40522, bitte kommen. 40522 hört. Leider nur eine ganz kurze Pause, aber ich denke mal, diesmal kommt dir das bestimmt gelegen. Denn so bist du auch schneller zurück. Hast du den Zug auf der linken Seite gesehen? Der mit den TDS-Wagen? Ja, den meine ich. Das ist einer für die Rückfahrt. Okay, ja, die Rückfahrt werden wir jetzt nicht machen. Machen wir jetzt mit dem Maus hin. Oh, geht das jetzt schon wieder los hier? Ja?